Hi und herzlich willkommen auf Rinas Backwelt. Heute habe ich was für kleine, aber auch für große Kinder. Und zwar einen M&M's Cookiekuchen, der außen schön knusprig und innen weich ist. So, dann geht es jetzt direkt zu der Zubereitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 230 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 90 Gramm gemahlene Haselnüsse, 130 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 120 Gramm weiche Butter, ein Ei, 100 Gramm M&M's und 70 Gramm Schokodrops. Zuerst schlage ich die Butter mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker cremig auf. Dann rühre ich das Ei unter die Buttermasse. Nun wechsle ich noch eben zu den Knethaken und füge das Mehl, das Backpulver und die gemahlenen Haselnüsse hinzu. Jetzt verknete ich alles gut miteinander, bis ein homogener Teig entsteht. Ich verwende verschiedene M&M's, und zwar die normalen und die mit Nüssen. Natürlich könnt ihr auch nur eine Sorte nehmen. Und die fülle ich jetzt in den Teig, genauso wie die Schokodrops. Zuerst vermenge ich den Teig mit einem Löffel und anschließend nochmal ganz kurz mit der Hand, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben. Hier habe ich eine 20er Springform, die ich schon mit Backpapier ausgelegt habe. Und nun fülle ich den Teig hinein und drücke ihn gleichmäßig mit der Hand an. Zum Schluss lege ich noch ein paar M&M's auf den Cookie und drücke sie leicht in den Teig. Dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis der Kuchen goldbraun ist. So, die Backzeit ist um. Ich habe den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Jetzt entferne ich vorsichtig die Springform und das Backpapier. Und dann ist der M&M's Cookie-Kuchen auch schon servierbereit. Natürlich geht das allererste Stück wieder an euch. Dieser Cookiekuchen ist kinderleicht zubereitet und total lecker. Probiert ihn unbedingt mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.